Halli, hallo. Hier ist der Ladi vom Asphaltschneider. Und wir sind zurück nach unserem grandiosen Sieg in Watkins Glen in unserer Klasse in der LMP2 mit der Oreca Nissan LMP2 Maschine. Geht's heute weiter in unserer Karriere? Wir sind lustigerweise für das Team Asphalt Thunder unterwegs. Und da ist so ein Asphaltschneider natürlich am besten aufgehoben. So, schau sich das mal einer an. Jetzt sind die Fans schon ein bisschen besser dabei. Ja? Ein fantastischer Sieg, sagt der eine. Der andere sagt Team Schneider. Auf ganzer Linie. Großartiger Sieg. Ja, das liest sich doch gut. Weiter geht's im Text. Ich habe das Force Feedback mal umgestellt. Das war irgendwie nur auf 46%. Ist ja voll wenig gewesen nach dem Update. Irgendwas hat es da automatisch eingestellt. Ich habe es jetzt umgestellt auf über 60%. Mal sehen, ob sich das jetzt bemerkbar macht. Wir haben zu fahren auf dem Sonoma Raceway. Ich bin gespannt. Erstes Training. Wir kommen. Und ich denke, ich lasse auch diesmal wieder alles auf Sitzungsdauer 42%. Gegnerstärke 70 hat sich als okay herausgestellt für mich im Augenblick. Ich konnte mithalten. Ich habe ja im Prinzip auch nur gewonnen, dadurch, dass die Gegner nochmal in die Box gegangen sind. Sonst wären es wahrscheinlich wirklich nur um die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden Vorsprung gewesen beim letzten Rennen. So, aber so nochmal Raceway. Jetzt heißt es lernen für mich. Den bin ich noch nie gefahren. Noch nie. Das heißt wirklich nie. Auch bei keinem anderen Spiel. Und ich habe schon so das eine oder andere Spiel schon hinter mich gebracht. Tja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich liebe es, wenn ihr genauso wie ich diese Ladezeiten miterleben dürft. Ich weiß nicht, wie das auf dem PC ist bei Project Cars, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da nicht ganz so lange warten muss. So, das erste freie Training. Wir haben 25 Minuten Zeit zum Üben und ich denke, das machen wir auch gerade. Wir werden mal unser Tuning-Setup ein bisschen noch schnell anpassen. Und zwar, dass wir nicht mit ganz so viel Benzin unterwegs sind jetzt. Und zwar fahren wir mal mit 40 Litern. Unser Qualify brauchen wir dann nicht so viel. Ich denke, da fahren wir dann auch mit 30 Litern. Da haben wir genügend Platz. Oder sogar weniger. 20 Liter. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir gerade mal an. So, ich bin auf dem Gas. Los kann's gehen. Jetzt fahren sie alle raus. Aber das ist schon gut. Jetzt habe ich so eine kleine Lücke zum Rausfahren. Könnt ihr mir die Freunde davon gerade mal zeigen, wo ich langfahren muss? Okay, dann geht's gerade auf die Strecke. Oh, jetzt fühlt sich das Lenkrad schon viel besser an. Ja, jetzt habe ich Feedback. Mal sehen, vielleicht kann man das, werde ich das sogar dann nochmal noch ein bisschen stärker einstellen. Aber jetzt habe ich richtig was zu tun hier. Ich glaube, ich fahre dem ersten Mal schnell hinterher, um mich reinzutasten an die Strecke. Oh, die sieht aber schön aus. Einfach zum Strecke lernen, fahren wir dem hinterher. Auch wenn er viel langsamer ist als wir. Ah, da geht es nochmal um die Kurve. So.
Boah, das sieht ja gigantisch schön aus. Ja, ihr überholt mich ruhig. Ich muss Strecke lernen. So, jetzt haben wir die erste Runde hinter uns. Wir können logischerweise noch nicht voll ans Limit gehen. Versuchen wir den dann mal hinter uns zu lassen. Das ist keine gute Idee an der Stelle. Das heißt, er spielt mit. Man, ihr merkt es selber. Ich kenne die Strecke wirklich noch nicht. Schnell die Anzeigen umschalten. So. Das da hinten rum. Ja. Jetzt kommt die Bahnnadelkurve hier. Oh ja, das hat Potenzial, dass ich dort einfach zu früh auf dem Gas bin. Ja, tasten wir uns mal ein bisschen in die Strecke rein. Und gerade. Natürlich jetzt auf die Strecke zurückkommen, immer mit dem Blick in den Rückspiegel. Er wird und schon wieder Bremspunkt verpasst an der Stelle, aber es wird langsam. Boah, was macht das denn hier? Okay, jetzt wissen wir, dass da Reifen sind, die uns ziemlich gefährlich sein werden können. So, da hinten kommt einer. Den lassen wir noch vorbei. Die dürfen auf jeden Fall nicht zu weit links sein. Ist das auch gleichzeitig die Einfahrt zur Boxengasse gewesen? Ich weiß es gar nicht. Vermute ja. Das könnte noch eine echte Herausforderung werden, ne? Ich habe mal die Anzeige oben umgestellt, so den lass mal vorbei hier. Dass wir sehen können, wie wir uns verbessern.
muss sagen, sie fährt sich gut, die Strecke. Ist eine richtige Aerodynamikstrecke hier. Wow. Ja, da haben wir noch viel zu tun. Den Bremspunkt da vor dieser zu bekommen, könnte schwer werden. Für mich zumindest. Also ich fahre ohne Bremsassistenten. Bei mir wird noch, ich muss selber lenken, ich muss selber bremsen. So. Ist auch schön zum Lernen, weil jetzt haben wir jetzt... Boah, leicht quer gestanden. Und zu weit innen. Schön hier, diese SQSs sind wunderschön zu fahren. Und ich habe da immer noch so viel Luft, ich fahre wirklich nur mit Halbgas. Das ist wunderbar, um sich reinzutasten. Ja, da war ich doch ein bisschen zu weit weg. Aber dafür sind freie Trainings ja da. Genau, diese hängende Linkskurve hier. Geht noch viel schneller. Auch diese Strecke hat natürlich wieder Potenzial dazu, dass wir ermahnt werden, doch nicht irgendwo abzukürzen. Fährt sich schön, fährt sich schön. Da war sie wieder, die hängende rechts, die hängende Linkskurve. Da komm du mal vorbei da. Genau. Oh, da gab es aber einen wilden Crash.
Aber es ist recht schön, jetzt mal ein bisschen hinter der LMP1 hinterher zu fahren. Um zu sehen, wo sind hier die Bremspunkte. Man sicherlich ist nicht die LMP1 mein Ziel, sondern die LMP2 Fahrer. Aber... Ah! Alter, wo kein Platz ist, kann man nicht überholen. Das... Upp, was macht er denn da? Was macht er? Wieso ist er jetzt angehalten? Was ist das jetzt für ein Bug hier? Er ist angehalten. Und ich bin ihm voll hinten rein. Ja, nu. Mal sehen, ob er nächste Runde immer noch steht. Wenn man hier über diese Rechtskurve fährt, diese Kurven, diese Rechtskurven über die Hügel, die haben dann noch so leichte Bodenwellen drin, die das Auto instabil machen. Ja, okay, ich glaube, jede Strecke hat so ein bisschen eine Kurve, auf die ich persönlich so einen gewissen Hass entwickeln kann, und das ist definitiv eine davon. Auf dieser Strecke. An die hängenden Kurven, an die kann ich mich gewöhnen. Und bumm. An die hängenden Kurven kann ich mich, diese hängenden rechts nach Start und Ziel, kann ich mich durchaus gewöhnen. Aber diese hängende links bergunter, die hat es doch in sich. Kaum ein bisschen, wenn man nur ein bisschen den Bremspunkt vergisst oder verpasst, dann war es das. Dann ist man weg. Also mit diesen... Mit dieser hängenden Kurve meine ich die da hier. Die zieht nämlich jetzt zu. Jetzt. Und dann haben wir gerade dasselbe Spiel nochmal. Und zwar hier. Die zieht zu. Ja. Zack. Huppel. Ja. Jetzt geht's dann da runter. Und Achtung. Und jetzt muss man vom Gas und bremsen, weil jetzt kommt die Linkskurve. Diese Reifenstapel haben sehr viel Potenzial, um dann noch für ziemlichen Stress im Rennen zu sorgen.
Die hängende Linkskurve. Diese Assets sind wunderschön hier. Verleiten aber auch definitiv zum zu schnell fahren. Und ich denke, dann ist man recht schnell weg. Ich habe die Anzeige oben rechts mal umgeschaltet, um wieder so die Sektorzeiten zu sehen. Und verpasst. Und verpeilt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt dann erstmal in die Box. Um mal zu schauen, wie wir denn so dastehen. Jetzt haben wir 12 Runden gedreht. Hier im ersten freien Training hätten noch 3 Minuten Zeit. Die Boxeneinfahrt müssen wir geübt haben. Aha, da setzt der Automatismus ein. Und oh, die sieht schön aus, die Boxeneinfahrt. Ich weiß, wir sind irgendwo recht weit vorn. Sagen aber an der Stelle zurück zur Box. So, wo sind wir denn? Wir sind Achter. Achter heißt, wir sind... haben einen aus unserer eigenen Klasse noch vor uns. Aber ich denke, damit können wir gut leben. Und schauen wir uns einfach mal... können wir ein bisschen schauen. Boxen, Monitor, was denn so die anderen machen. Schön. Da ist viel Verkehr. Was haben wir denn da?
Sieht schön aus, oder? Die Präsentation ist finde ich sehr schön. Es wackelt. Die Kameraführung von. Das sind betrunkene Kameramänner hier auf dem Sonoma Raceway. Wahrscheinlich haben sie Party gehabt vorher. So. Aber erster Fokus auf dem Ruf. Auch schön. Ja, ich würde sagen, belassen wir es dabei. Haben wir so ziemlich alle mal gesehen. Die da so an der Box stehen oder unterwegs sind. Und ja, dann verabschiede ich mich von euch schon für diese Session. Und das nächste, was ihr sehen werdet, ist dann wieder das Qualify hier auf dem Sonoma Raceway. Und ja, bis dahin sage ich ciao, ciao, ciao.